Oh mein Gott. Oh na, oha! Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Alien Isolation. Endlich wieder in vertrauter Umgebung, hier bei mir zu Hause. Und Leute, es tut mir mega leid, dass das letzte Mal die Soundqualität so scheiße war. Aber ich persönlich fand es halt mega lustig, wie ich am Ende echt den Stuhl geschrottet habe. Und ja, mein Kollege halt ein bisschen weniger. Aber, also gut, der musste auch lachen. Aber im Nachhinein, egal, hat sich alles geklärt. Wie gesagt, wieder in getraute Umgebung. Wir haben es geschafft, an dem Alien vorbeizukommen, aber mir ist da echt... Hallo, mein Name ist Ripley, Amanda Ripley. Ich brauche Ihre Hilfe. Bitte nehmen Sie Platz, es wird sicher gleich jemand bei Ihnen sein. Ah, das ist ein Androiden. Ich wundere, dass Seekson das technische Wettrüsten verliert. Wo soll ich denn bitte Platz nehmen? Muss ich mich hier hinsetzen? Ist das hier gut? Hier? Nee? Ich glaube nicht, dass wir auf den warten müssen. Wir müssen schließlich die Station verlassen, da sind vorhin auch Leute gerannt. Hier können wir was machen. Ah, das ist wieder, um Ablenkungsmanöver zu machen und so. Können wir noch ein bisschen... Oh nee, ist unser Inventar voll. Darf ich mal kurz gucken? Nochmal zurück. Wie war nochmal das Crafting-Menü? Nee, das war Taschenlampe. Leute, ich komme gerade nicht drauf. Och Mann, wo war denn das nochmal gewesen? I. Nee, O, P, U, R, T. Mann! Ah. Nee, das war das auch nicht gewesen. Oder? Da sind wir die Map? Nee. Revolver? Ich will mir gerade ein Medikit basteln. Hä? Nee. Nee. Ja, warte, ich muss schnell mal nachschauen. Wo ging's denn jetzt nochmal zum Crafting-Menü? Bin ich jetzt vollkommen neben der Spur? Tastenbelegung? Q, E, benutzen. Nee. Rennen, links, rechts, rückwärts. Hä? Menü-Pad mit Q. Nee, will nichts verändern. Nein. Will zurück. Ah, gedrückt halten. Ah, ja, okay. Medikit. Genau. Ich will so eins haben. Und so eins. Und so eins. Und basteln. Gerät gebastelt. Nochmal. Auf unsere Hilfs ist Verlass. Immer verfügbar. Immer hilfsbereit. Sehr schön. Jetzt haben wir zwei Medikits. Und die können wir jetzt auch benutzen, wahrscheinlich. Über ein simples Design. Keine simulierten Emotionen. Keine lebensechten Eigenschaften. Sie arbeiten. Ah, jetzt habe ich's. Das wollte ich. Jawohl, jetzt sind wir wieder auf Droge, Leute. Die sind doch vorhin hier lang gerannt, ne? Da kommen wir aber nicht durch. Auch nicht mit unserem Hacking-Tool. Okay. Ich hoffe, dass inzwischen die Soundqualität wieder gut ist bei mir und boah, ich hoffe, dass ich die richtige Sound... Hallo? Hallo? Doch, die... Ich höre mich aber an den Kopfhörern. Oh, ich hoffe, dass die Soundqualität gut ist. Doch, ich denke aber schon. Ah, hier haben wir noch was. Ein Versteck. An der... Das will ich jetzt sehen. Passen wir da rein? Da passen wir echt rein. Okay. Ich mach schon wieder zu viel Quatsch. Okay, wir müssen weiter. Wir müssen vorwärts kommen. Da kommen wir wieder nicht rein, ne? Eine Schlüsselkarte wird benötigt. Gut, mir wurde gesagt, dass die Ausweise, die ich gesammelt habe, dass das Sammelobjekte sind. Danke für den Tipp daran. An der Stelle, nicht daran. Da hinten ist vielleicht was. Ah, da müssen wir, glaube ich, sowieso lang. Was haben wir hier? Nee. Ionenschneider benötigt, den haben wir noch nicht. Das Leben wartet auf niemanden und man kann sich leicht überwältigt fühlen. Hier bei Seekson wissen wir, dass klare Kommunikation das höchste Ziel ist. Ah, das ist ein Android wieder. Ich muss zur Kommunikationszentrale. Es ist dringend. Das ist ein eingeschränkter Bereich. Es ist ein Notfall. Verstehen Sie denn nicht, was hier los ist? Apollo hat die Lage unter Kontrolle. Ihre Anmeldung ist gleich abgeschlossen. Vergessen Sie es. Ich komme schon selber rein. Ich glaube nicht, dass Apollo die Lage unter Kontrolle hat, mein Lieber. Davon würde ich abraten.
Lässt du mich bitte in Ruhe? Oh, hier laufen ja nur noch Androiden rum. Ich frage mich, ob der Xenomorph, also der, der Alien, die Androiden als potenzielle Beute sieht oder checkt, dass das einfach nur Elektrogeräte sind und die nicht angreift. Das will ich da mal herausfinden. Was haben wir hier Schönes? Bewegungsmelder. Oh, den kenne ich noch von den Filmen. Er wurde modifiziert. Ganz cool. Leer halten, um Bewegungsmelder zu nutzen. Also Space. Cool. Gibt es ein Problem? Nein, kein Problem. Alles gut. Was haben wir hier? Schrott gefunden. Hier können wir auf das Terminal zugreifen. Ich glaube, da finden wir wieder nur Informationen, die wir lesen können. Damit möchte ich mich einfach noch nicht auseinandersetzen. Ich will ein bisschen weiterkommen im Spiel erstmal. Ich will ja ein bisschen auf meine eigene Art und Weise hier weiterkommen. Start, Neuverkabelung. Das habe ich zwar auch noch nicht so richtig verstanden, aber, Lautsprechersystem. Guck mal, ich will jetzt mal hier das Lautsprechersystem. So, hier kann man ja hoch und runter. Die Beleuchtung. Zeig mal her. Taste bewegen und mit Tabulator Raum wechseln. Ah, guck mal, hier sind wir in den Raum da unten. Da sind wir jetzt in dem Raum da oben. Wir befinden uns wo? Ich glaube, wir befinden uns hier oben bei RW, glaube ich. Hier ganz rechts, da oben rechts. So, ich will jetzt mal hier in dem Raum, sagen wir mal hier, in dem, wo wir langgelaufen sind, in dem langen Schacht, würde ich jetzt gerne mal das Licht ausschalten. Kann man das machen? Beleuchtung, aktiv. Ist sie jetzt ausgeschaltet? Also ich glaube, das Licht ist aus, oder? Hier ist kein Licht. Ja, ist ja relativ simpel eigentlich. Cool. So, was haben wir hier drin? Ein bisschen Sachen, das ist auch gut. Wieso drücke ich immer Escape, Mann? Ich muss mich dran gewöhnen, dass man mit Q hier zurückkommt. Schraubenschlüssel, den brauchen wir nicht. Oh, ich glaube, wir müssen sowieso jetzt den Weg erstmal weiterfinden. Hier haben wir einen Sensor noch gefunden, das ist auch gut. Was haben wir hier? Eine Leuchtfackel. Okay. Ich glaube, ich werde diesmal gerade zwei Parts aufnehmen oder vielleicht auch drei Parts. Also wundert euch wieder nicht, wenn wieder der gewohnte Cut einfach nach 25 Minuten, halbe Stunde kommt. Ich werde da ich mache trotzdem, glaube ich, einfach innen drin einfach schnell eine Verabschiedung. Ah, ich habe die Lichter ausgeschaltet, tatsächlich. Ich werde trotzdem schnell eine Verabschiedung machen. Das finde ich schöner. Ich will da rein. Ich glaube, wir müssen auch da irgendwie rein, oder? Aber die Türen sind alle zu. Müssen wir doch mit dem reden, Kolleg? Hallo? Was ist, wenn ich mit der... Oh, ich habe meinen Revolver nicht mehr. Ah, ich habe noch die Medikits. Okay. Der Revolver ist wieder gewählt. Sehr schön. Oh, ich könnte ja auch einfach mal auf der Karte gucken, ich Depp. Wo müssen wir denn hin? Hier. Da haben wir auch einen Quest. Bergen Sie sich umgehend zum Kommunikationszentrum. Begeben, Leute. Und das ist hier irgendwo. Ja, dann machen wir das doch, oder? Also, wenn es da steht, dann machen wir das. Guck mal, da ist so eine Art Schacht. Vielleicht kommen wir da rein. Nee, in war wieder ein Ionenschneider benötigt. Den haben wir aber nicht mit unserem Sackmesser dabei. Vielleicht ist hier irgendwo einen kleinen Lüftungsschacht. Sehe ich irgendwas wieder mal nicht? Du, 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 du. Was können wir denn hier machen? Luftreinigung aktiv, Beleuchtung aktiv. Tun wir mal alles deaktivieren. Lautsprecher ausschalten, die Luftreinigung tun wir ausschalten. Und die Beleuchtung tun wir auch ausschalten. So, jetzt gehen wir in den nächsten Raum und dann machen wir noch die Luftreinigung aus. So, jetzt haben wir alles ausgeschaltet, ne? Das ist ja richtig so. Jetzt ist da hinten ganz schön dunkel. Da leuchtet einer meiner Taschenlampe. Boah, ist das dunkel hier. Halleluja. Störe ich Sie? Aber das ist doch schon gar nicht mehr hier, oder? Wir begeben uns hier wieder weg aus dem Kreis. Ah, da ist die Rezeption.
Guck mal, wir probieren jetzt mal ein bisschen hier durch die Räume zu kommen. Was haben wir denn hier? Abgesehen davon, dass ich hier alles ausgeschaltet habe. Ah, guck mal, hier kommen wir vielleicht lang. Ist das eine Tür? Kommen wir da durch? Nee, da kommen wir nicht durch. Hier wird wieder eine Ionenschneider benötigt. Und wirklich... Lüftungsschächte sind hier aber auch nicht, wo wir durchklettern können. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Boah, ich hätte das Licht vielleicht nicht ausschalten sollen. Hier ist ganz schön Nebel. Aber das soll uns nicht weiter aufhalten. Was haben wir denn hier so Schönes? Nichts, kann man nichts machen. Da brauchen wir wieder einen Ionenschneider. Die Tür ist gesperrt. Wir gehen nochmal zur Rezeption. Oh, guck mal, was haben wir denn hier unten? Strom wiederherstellen. Dann kommen wir hier durch. Aber den Strom habe ich ja nicht abgeschaltet. Ich habe ja nur das Licht ausgeschaltet. Von hier sind wir gekommen. Und hier kommen wir auch nicht lang, oder? Nee, die Tür ist verschlossen. Junge, wo kann man sich hier beschweren? Ein Beschwerdeformular würde ich gerne einreichen. Ist das das? Ja? Nee. Scheint hier gegen die Wand zu reden. Also wir müssen den Strom einschalten. Ah, guck mal, hier können wir auch wieder was probieren. Ah, das ist der Raum, in dem wir uns jetzt befinden. So, gucken wir mal hier. Lüftung, Lüftung. Die Musik gefällt mir gerade gar nicht. Türzugriff. Aktiv. War's das schon? So, an der Stelle gibt's mal Props für mich. Ich hab das System verstanden. Das gefällt mir nicht, dass die Musik schon wieder so abändert. Ich hab die Kopfhörer viel zu laut. Da kann man sich drin verstecken. Okay. Inventar ist voll. Habe ich verstanden. So, jetzt sind wir hier drin. Hat uns aber nicht viel gebracht. Nee, hier ist nichts mehr drin. Gut. Ich finde es jetzt gerade ein bisschen blöd. Da kommen wir ja auch nicht durch. Also, stelle ich mich jetzt echt so dumm an schon wieder? Irgendwas übersehen? Schlüsselkarte wird benötigt. Nee, das muss doch hier sein. Begeben Sie sich umgehend zum Kommunikationszentrum. Das ist doch da hinten. Wollen wir da nochmal hingehen? Ich tue mich auch beeilen. Ich glaube, wir müssen nochmal dahin. Alles gut. Ich frage mich, wenn ich dir mit einem Revolver eine verpasse, ob der uns angreift. Ich denke mal schon. Das ist doch hier die Kommunikationszentrale, oder? Was müssen wir hier machen, bitte? Gut, wir haben jetzt noch den Computer. Vielleicht sollten wir hier mal reingucken. Hax, ich habe ein manuelles Schloss an der Tür nach oben angebracht, um Unfälle zu vermeiden, während wir herausfinden, was hier los ist. Chief, Entschuldigung. Zubehör, Audio, Freigabe, privat. Zugang nicht gestartet. Wieso komme ich da nicht rein? Ich will da aber rein. Was haben wir hier? Freigabe? Nee, das sind nur so... Tiermechanismus überbrücken. Ui, man kann mit den Dingern ja wirklich was machen. Ich glaube, ich sollte öfters mal auf eure Kommentare reingehen. Ich glaube, ihr habt mir das schon sicher ein, zwei Mal geschrieben. Tut mir leid. Manchmal bin ich halt ein wirklicher Sturschädel. Sturschädel. Ja doch, war schon richtig. Boah, ich will abspeichern. Kann man sich echt umgucken beim Speichern? Das, falls währenddessen dann noch der Xenomorph kommt, ne? Also da kommen wir rein. Da haben wir das Werkzeug für. Ich gucke aber systematisch den Raum lieber gut ab.
Entriegeln, rechte Maustaste, linke Maustaste und A. Das kann ich. So. Hallo? Das scheinen so, Duschen zu sein oder Schlafkammern? Ich glaube eher so Duschen sind das. Oh, guck mal, hier haben wir noch Schrott eingesammelt. Unser Inventar ist voll. Ja, dann lass mich doch nochmal schnell ein paar Medikits basteln. Shit, wir haben... Ah doch, wir haben noch genug Teile. Gerät gebastelt. Ah, wir können sogar Blendgranaten und so Zeug aus dem... Ah, jetzt verstehe ich. Also, die Sachen können wir draus basteln. So. Jetzt haben wir noch eine Blendgranate. Tun wir noch ein paar Fackeln. Nee, das geht nicht. Aber Medikits gehen auch nicht. Okay, dann haben wir jetzt aber auf jeden Fall genug. Jetzt können wir auf jeden Fall das hier wieder aufheben. Sehr schön. Die Markierung am Rand des Bewegungs... zeigt Ihnen... Ihr Ziel an. Ich habe aber hier kein Bewegungsding. Naja, solange noch kein Alien hier ist, ist eigentlich alles okay. Oh, ein Bauplan eingesammelt. Öffnen Sie das Menüpad. Oh, guck mal hier. Baupläne. Ne, Blendgranate war das gewesen. Geräuschemacher. Was kann man denn mit einem Geräuschemacher machen? Ah ne, warte, hier, das ist der Dings. Da haben wir jetzt was freigeschaltet. Aber wahrscheinlich das hier, oder? Mit dem Bauplan. Begeben Sie sich umgehend zum Kommunikationszentrum. Wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Spur, meine Leute. Hebel benutzen. Ah, so funktioniert das. Ey, das ist so ein richtiger Moment gewesen, wo jetzt was hätte hinter der Türe stehen können. Oh, was haben wir hier? Cool, da kommt was raus. Inventar ist voll. Ladungspack einsammeln. Ja gut, ich habe jetzt volles Inventar. Ich mag jetzt auch nicht basteln. Da ist eine Überwachungskamera. Sie betreten einen eingeschränkten Bereich. Bitte gehen Sie. Lassen Sie mich rein. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Es tut mir leid, das kann ich nicht zulassen. Ripley, Amanda. Sie wurden von Apollo registriert. Willkommen auf Sevastopol. Es muss einen anderen Weg geben. Mhm. Finden Sie einen anderen Weg hinein. Also hier müssen wir hineingelangen. Da steht einer noch hinter der Tür. Aber sicher auch wieder so ein Android. Guck mal, hier vielleicht. Sicherheitszugangsgenerator. Ah, das kennen wir. Gut, jetzt können wir das Ding hacken. Nee, das ist was Neues. E, hacken. Ah, wir müssen uns in dem Bereich bewegen. Oh. Ich verstehe, wie das funktioniert. Ah. Ich muss einfach ein bisschen früher anfangen. Mann! So funktioniert das. Da ist mal wieder der Zocker am Werk hier, ne? Okay, das war nichts Besonderes, ich weiß. So. Was habe ich da eingesammelt? Ich weiß es nicht. Oh, wir müssen in die Lüftungsschlacht. Ja, wir müssen da rein. Lassen Sie mich durch. Ich bin's, Hughes. Erkennen Sie mich nicht? Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück. Ich warne Sie. Na, suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung. Oh, shit. Oh, nein. Oh, der ist ja mega stark. Oh, mein Gott. Oh, na. Oha. Hat der nicht eben gerade noch was von einer freundschaftlichen Lösung gesagt? Verdammt.
Also mit dem ist nicht gut Kirschenessen. Ich glaube, die Überwachungskamera, die darf uns nicht erwischen. Verschaffen Sie sich Zugang zum Aufzug, ohne entdeckt zu werden. Okay, da müssen wir hin. Okay, das Raster ist relativ weit unten. Keine Chance! Verdammt, ich will hier irgendwo abspeichern können. Ist der da oben? Scheiße. Ich will gucken, ob ich die Überwachungskameras ausschalten kann. Zeig mal her. Was haben wir hier? Privat. Freigabe. Nee, das ist nichts. Ordner nach fehlerhaft Zubehör. Da können wir nichts machen. Shit. Da können wir uns verstecken. Jetzt wieder so eine Schlüssel, so ein Ausweis. Können wir die ausschalten, die Androiden? Da haben wir noch was. Überwachungskamera deaktivieren. Sehr schön. Ich will nicht rennen, dann hören die uns vielleicht noch. Jetzt kann ich rennen. Komm. Ich hasse es, auf die Dinger zu. Ich werde sie einfangen. Nix da. Oh Mann. Komm schon. Ins Gesicht. Los, drück. Der ist hier drin. Nein! Ist nicht dein Ernst, oder? Keine Munition mehr! Oh, komm schon! Zentrale Kommunikation. Lauf! Huch! Nein! Geschafft! Oh mein Gott! Nein! Du Bastard! Oh, so mühsam. Nein! Wo haben wir das letzte Mal gespeichert? Das war irgendwo in Afrika. Keine Ahnung. Na, so ärgerlich. Ah, hier, okay. Okay, meine Lieben. Ich werde an der Stelle den Part beenden. Ich werde aber auch gerade weiter aufnehmen, hier an der Stelle. Und ja, ich hoffe, euch hat der Teil gefallen. Ansonsten würde ich sagen, wenn ja, gebt mir noch einen Daumen nach oben oder so. Oder teilt das Video mit euren Freunden. Und ansonsten würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Tag. Danke fürs Einschalten, danke, dass ihr bisher geguckt habt. Haltet die Ohren steif, euer Nier und ciao.